Servus Leute, was geht ab? Ich bin's euer Shisha Mühe. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar geht es heute um den Kopf, den hier ihr oben seht. Viele haben mich gefragt, Digga, was ist für ein Kopf, woher bekomme ich den? Erstens mal, in Deutschland bekommt ihr den nicht, ja. Zweitens, in der Türkei wird es ein bisschen schwer, nämlich das ist ein 6-Euro-Kopf aus einem Souvenirshop, ja. Also ich war in Side vor 3 Wochen und da gab es diesen Kopf zu kaufen. Ich habe gefragt, was kostet der, hat er gesagt, ja, 6 Euro, ja, Euro. Aber die Einheimischen kaufen den Kopf für umgerechnet 3 Euro, 30 Lira. Und ich habe mir den einfach gekauft, weil ich habe ihn im Viral Global dabei gehabt, wer das Video zu Viral One gesehen hat, der sollte wissen, warum ich mir den Kopf gekauft habe. Und habe mir gedacht, okay, Digga, besser als gar nichts, ja, probiere ich jetzt einfach mal, sieht schick aus und gönne ich mir jetzt einfach mal, lass ihn jetzt mal raus. Ich habe echt überlegt, ob ich den Kopf kaufen soll oder nicht, aber habe ihn dann gekauft. Ist ein Porzellankopf. Ich würde mal sagen, ich zeige euch kurz das Ganze im Detail. So Leute, so sieht der Kopf vom Namen aus. Das ist das Depot. Das Ganze besteht aus Porzellan, wie man hier sieht, aus weißem Porzellan. Hier haben wir dann so eine Schnur. Also es erinnert mich eher an Kratzbaumschnur. Oder an die See irgendwie. Und ja. Das war eine kurze Detailaufnahme. Übrigens, hier das Schwarze war ich. Ich habe da Wachs drauf tropfen lassen. Aber leider habe ich das Wachs zu heiß gemacht. Und dann hat sich ja schwarz verfärbt. Aber das ist nicht so schlimm. Kann man mit heißem Wasser wieder wegmachen. Danach nochmal neu befestigen den Seil. Aber ich habe es gemacht, weil es sich gelöst hat. Kurz zum Setup. Das ist meine Kingdom Hooker von damals. Die kommt aus Brasilien. Ja, habe ihn mal wieder rausgeholt und zurecht gemacht. Und ja. Das Ding ist, worauf ich hinaus will, Leute, warum ich das Video überhaupt mache, ja, jetzt denkt ihr euch alle, was will der von uns, wir können den Kopf nicht kaufen, warum zeigt er das uns? Ich zeige euch das, um euch zu zeigen, dass auch günstigere Köpfe Performance leisten können, ja. Ich habe ihn jetzt erstmal gebaut mit dem Zipclouds, ich muss ehrlich sagen, mit Zipclouds läuft er nicht so gut, aber mit Nagrani läuft das Ding wirklich wunderbar. Und ich feiere den Kopf und es ist einfach jetzt für mich ein billiger Kopf, den ich überall mitnehmen kann, der gut performt, wenig Tabak wirklich aufnimmt. Ich schätze mal so 15 Gramm, 14 Gramm, lass alle höchstens 16 Gramm sein, aber eher im niedrigeren Segment. Und er passt auch auf jede Pfeife drauf und optisch kommt das Ganze wirklich richtig baba rüber. Und es ist einfach ein verdammter 6 Euro Kopf, ja, ein verdammter 6 Euro Kopf. Digga, normal kostet 3 Euro. Ich hätte auch handeln können, dies was, aber gedacht, scheiß drauf, Alter, jetzt da rumzuhandeln wegen 6 Euro drauf geschissen. Manchmal müsst ihr was riskieren und euch einfach mal durchprobieren, ja, ganz einfach. Ich bin voll zufrieden und so viel zu dem Video, weil viele haben mich echt gefragt, was ist für ein Kopf und jetzt haben mir gedacht, komm, Digga, mach kurz ein Video und zeigst es der Community. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, meine Freunde, könnt ihr mich belohnen, abonnieren. Oben kommt ihr zum letzten Video, was ich geredet habe. Diesmal ein kürzeres Video. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein. Euer Shisha Mühe. Peace.